Hey ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zu Planet Zoo. Heute möchte ich euch mal das Zoopedia Menü etwas näher bringen, denn da stehen wirklich sehr, sehr interessante Informationen über eure Tiere, die euch helfen, die Bedürfnisse im Vorfeld schon festzulegen, wie ihr die Bedürfnisse der Tiere dann erfüllen könnt. Das habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Und jetzt möchte ich euch, wie gesagt, mal das Zoopedia öffnen. Das öffnet ihr hier oben links über dieses kleine Notizbuch mit der Pfote drauf. Und dann kommt ihr hier erstmal in eine Übersicht über die allgemeinen Informationen. Und links habt ihr eine Übersicht über die ganzen Tiere, die wir momentan in unseren Zoo aufnehmen können. Ich wähle jetzt hier einfach mal als allererstes Tier den Gabelbock aus. Wir haben da natürlich einmal die biologischen Informationen, zu welcher Klasse das Tier gehört, in diesem Fall jetzt zu den Säugetieren, zu welcher Ordnung, zu welcher Familie, da haben wir die lateinischen Namen und zu welcher Gattung. Wir haben hier außerdem Informationen zum Tier, die auf das echte Leben zutreffen. Das heißt, man kann hier in Planet Zoo sogar noch etwas lernen, also wenn ihr vielleicht noch etwas jünger seid und ihr wollt das Spiel unbedingt haben, dann wäre das eventuell eine Möglichkeit, eure Eltern davon zu überzeugen. Ne? Ein Spiel mit Lerninhalt. Ihr seht hier nochmal den deutschen Namen, den lateinischen Namen und wie der Bestand in der Wildnis ist, ob das Tier gefährdet ist oder nicht. Und dann habt ihr hier oben verschiedene Punkte, die ihr auswählen könnt. Und zwar einmal der natürliche Lebensraum. Da seht ihr, wo die Gabelböcke vorkommen und wir sehen, dass die in Nordamerika leben. Kontinent steht hier auch nochmal Nordamerika, genauer gesagt in den USA und in Kanada. Entsprechend leben sie im Savannen- und gemäßigten Biom, das heißt gemäßigte Zone und eben Savanne, also Grasland. Wir sehen hier die minimalen Gehegevoraussetzungen, wie groß das Gehege mindestens sein sollte, ob sie eine bestimmte Wasserfläche zum Schwimmen brauchen oder vielleicht auch gar nicht, ob sie Klettervorrichtungen brauchen, wie warm oder kalt es für das Tier sein muss, damit es sich in seinem Gehege auch wirklich pudelwohl fühlt. Und hier sehen wir noch, was es für eine Zaunstärke braucht und wie hoch ein Zaun mindestens sein muss, damit das Tier darüber nicht entkommen kann. Das ist definitiv auch eine sehr, sehr interessante Information, wenn man jetzt vielleicht an manchen Stellen den Zaun ein bisschen absenken möchte, dass die Besucher ein bisschen besser reingucken können. Dann sollte man sich vorher vielleicht hier im Zoopedia anschauen, ob das für das Tier denn auch machbar ist oder ob man dann permanent einen Tierarzt auf Streife losschicken muss, um das Tier wieder einzufangen. All das sehen wir hier in diesem Bereich natürlicher Lebensraum. Als nächstes kommen die Artendaten. Da haben wir zum Beispiel die sozialen Bedürfnisse aufgelistet, ob die Tiere jetzt Einzelgänger sind, ob die in Herden leben, ob die sich vielleicht nur zu bestimmten Zeiten des Jahres zu Herden zusammenfinden und ansonsten Einzelgänger sind. Das finden wir da alles eben auch entsprechend Informationen zur Fortpflanzung. Und wie lang die Trächtigkeit beträgt. Definitiv auch nochmal eine sehr interessante Information. Und hier das Sozialverhalten, hier sehen wir nochmal alles in Zahlen aufgelistet. Das ist dann auch wirklich interessant für uns, denn wir sehen hier bei der Gruppengröße, dass wir 3 bis 13 Tiere in einem Gehege halten sollten. Und zwar nur einen männlichen und 12 weibliche könnten wir zusammenhalten. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir möglichst männliche Nachkommen aussortieren, ansonsten gibt es Kloppe. Es sei denn, wir haben eben die Gruppen aus männlichen Junggesellen, sage ich mal, und 3 bis 13 weibliche, wenn man hier keinen männlichen dabei hat. So, dominante männliche Einzelgänger und dominante Weibchen in Herden, das heißt, die Männchen sind dann eher Einzelgänger, wenn sie eben keine Herde haben, die sie beschützen. Paarungsverhalten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich hier nicht weiß, was promiskuitiv heißt. Sie sind eher scheu in Bezug auf Menschen. Das heißt, sie werden jetzt nicht unbedingt auf alle zukommen, auf alle Pfleger, die jetzt das Gehege betreten. Gäste könnten aber rein theoretisch das Gehege betreten, weil sie jetzt eben nicht angriffslustig sind und die Gäste angreifen würden. Das heißt, man könnte da jetzt zum Beispiel auch ein Fahrgeschäft durch das Gehege durchführen,
dass die Besucher noch mal ein bisschen besser sich die Tiere angucken können. Wir sehen hier noch mal Angaben zur Größe, zur Lebenserwartung und zum Gewicht für Männchen und Weibchen, ab welchem Alter sie geschlechtsreif sind und wie viel Nachwuchs sie auf die Welt bringen und so weiter und so fort. Und wir sehen auch hier noch mal, dass jetzt ein Weibchen 12 Monate braucht, nachdem sie einmal Nachwuchs bekommen hat, bevor sie das nächste Mal trächtig werden kann. Das dauert also auch ein bisschen und auch eine interessante Information für die Zuchtplanung. Als nächstes sehen wir dann hier den Forschungsstatus. Da sehen wir alles das, was bereits erforscht worden ist. Das kann ich euch gleich auch mal noch bei anderen Tieren zeigen. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel, dass wir schon herausgefunden haben, dass sie gerne Heu fressen, dass sie gerne mit Greifbällen und Reibesäulen spielen und dass sie bei der Beschäftigung durch Futter den kleinen rollenden Futterspender mögen. Das haben wir hier schon mal gelernt. Und hier haben wir einfach so ein paar kuriose Informationen über das Tier. Wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich nochmal. Und hier sehen wir, ob die mit anderen Arten interagieren, die Tiere. Der Gabelbock profitiert aber nicht davon, das Gehege mit anderen Tieren zu teilen. Ich denke, es dürfte möglich sein, aber es bringt jetzt auch nicht wirklich was. Und hier in dem Bereich Weltrekorde, da haben wir momentan noch keine Informationen. Wir haben Informationen darüber, wie es in unserem Zoo aussieht und eben auch Vergleichswerte mit der Realität. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Beim Strauß habe ich, glaube ich, genau. Hier ist nämlich schon alles erforscht beim Strauß. Das heißt, wir sehen hier, welche Ernährungsmöglichkeiten alle möglich sind. Wir sehen die komplette Gehegebeschäftigung, die Futterbeschäftigung. Und hier haben wir auch die Kuriositäten, die kuriosen Informationen über das Tier, die wir durch die Forschung rausbekommen können, dass zum Beispiel Straußen die größten lebenden Vögel der Erde sind und ja, lange Strecken mit 55 Kilometer pro Stunde zurücklegen können und Kurzstrecken sogar mit 70 km/h. Das ist richtig krass. Das heißt, wir können auch pro Tier nochmal ein paar Informationen rausfinden, die jetzt nicht wichtig sind für die Haltung, aber einfach so ein bisschen nice to know Hintergrundinformationen zu jeder Rasse. Das entspricht natürlich auch alles wirklich der Realität. Das sind keine aus den Fingern gesogenen Informationen. Das ist alles ja, naturgetreu auf das Tier zugeschnitten, wie es eben nun mal in der Realität ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant, sich das auch mal durchzulesen. So lernt man, wie gesagt, auch noch ein bisschen was über die Tiere. Und kann auch im Vorfeld schon mal schauen und sich informieren, hey, das und das Tier, das würde ich gerne als nächstes in meinem Zoo aufnehmen. Was braucht es denn? Was sollte ich vorher erforschen? Was sollte ich beim Bau der Barriere, also beim Gehegezaun, beachten? Und so weiter und so fort. Gut, ihr Lieben, das an dieser Stelle zum Zoopedia. Was ihr da alles an Informationen rausfinden könnt und warum es durchaus sinnvoll ist, da mal reinzuschauen ab und an. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.